eigentlich war es für mich sofort klar, dass das Mozart sein muss. Ich weiß gar nicht genau, also ich habe mich sehr viel mit Mozart beschäftigt. Ich habe der Großteil der Opern, die ich schon gesungen habe, sind Mozart-Opern. Ist einfach für momentan mein Lieblingskomponist und das war ganz klar, dass das Mozart sein muss. Also wie aktuell Mozart ist, finde ich, sieht man am besten an seinen Figuren in der Oper, weil da wirklich Menschen vorkommen, die es heute gibt. Also ich habe zum Teil Arien von Rollen gesungen, wo ich Leute kenne, die so sind. Und das finde ich faszinierend, wie er das schafft, eben diese Vielschichtigkeit auch von diesen Personen in die Arien zu legen oder in eine ganze Partie. Auch wenn sie manchmal ganz klein ist, schafft er es auf kleinem Raum, so viel da reinzugeben, dass man... Ja, man fühlt sich einfach sehr berührt, weil es das tatsächlich gibt und weil das ehrliche, echte Gefühle sind. Und das ist das, was mich fast am meisten fasziniert an Mozart. Schon lacht der holde Frühling auf blumenreichen Matten. Ja, es gibt schon einige Pläne für die Zukunft. Also mit der CD mal machen wir eine Tournee, da werden wir Konzerte machen. Es war eine total schöne Stimmung mit dem Orchester. Wir haben uns sehr gut verstanden. Der Dirigent ist wahnsinnig nett und wir hatten eine tolle Zeit. Es war intensiv, aber es war wirklich eine wunderbare Erfahrung.